Okay, here we go, Jungs. Also, hier sind wir, Classic Finals. Also, so wie ich es gesehen habe bei der Prejudging, habe ich es nicht so ganz verstanden, wieso den Ulf nicht da ständig in der Mitte platziert haben. Jetzt nehme ich mal den Ton raus hier. Überhaupt nicht. Weil Urs kam endlich mal zur Prejudging in Bestform, so wie ich es immer gesagt habe, wie es sein muss. 2 Wochen vorher 103 Kilo haben und dann mit 103 Kilo kommen. 2 Wochen später, da brauchst du nicht groß rumzuspielen, da brauchst du nicht 10 Kilo zu verlieren, da brauchst du gar nichts, sondern so kriegst du deine Bestform. Und das ist genau, was ich in meinen Videos gesagt habe, so wie es ist, und so ist es passiert. Er kam heute Morgen in Bestform. Er ist immer noch, so wie es aussieht, in Bestform. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Das Judging, wie die Leute gestellt haben, habe ich jetzt nicht so verstanden. Ganz ehrlich, demnach sollten Wesley und Brion vor ihm sein. Brion geht überhaupt nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Okay. Und Wesley war nicht so gut wie vor 2 Wochen. Ein bisschen mehr wässrig, wenn man das so sagen kann. Dann fällt dir auch mehr auf seine Beine, dass sie so gerade runter sind, ohne Schwung. Ja, also, so habe ich es gesehen. Auf jeden Fall. Also für mich hätte der Urs gewinnen müssen, sollen, ist ja noch nicht vorbei, also auf jeden Fall müssen, sollen. Hier kommt Wesley, schauen wir nochmal genau hin, mal gucken, machen wir ein bisschen Ton rein, vielleicht, lass mal die Musik ein bisschen spielen. Has arrived. They fall in line one at a time, ready to play. I can't see now anyway. No time to lose, we've got to move. Steady to hell. Der Luke Ferrigno der Neuzeit. Competitor was third place at last year's Olympia and third place just 2 weeks ago at the Arnold. Making his Arnold Classic United Kingdom debut, please welcome from Stuttgart, Germany, the Miracle Bear, Urs Kalasinski. Let's go, Urs. Thank you.
What are you doing, you idiot? What happened to you here? Yeah, something Irish. This is great. This is great. Hasta la vista, baby. I'll be back. Yeah. Give it up for the Miracle Bear. Wie immer, Urs Kalasinski. Top-Posing, hingelegt. So, jetzt gibt es nochmal die Konfirmationsrunde, Runde 2 des Judging. Jetzt wird nochmal gewertet. Jetzt gucken wir mal, ob sie das irgendwie anders hinstellen als heute Morgen, denn da sah es von dem Hinstellen des Head Judges nicht so gut aus für OS. Und ich verstehe überhaupt nicht, wieso, weshalb, warum. So, ich denke mal, die räumen dieses Mal das Feld von hinten auf. So sieht es aus. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wo wird der Urs stehen? Wieder an der Außenseite? Oder stellen Sie ihn mal in die Mitte jetzt? Okay, jetzt steht er in der Mitte zurzeit. Okay, die wechseln. Ah, okay, das ist gar nicht gut, denn jetzt steht er überhaupt nicht mehr in der Mitte. Also, ich finde OS viel besser als vor 2 Wochen, na klar, und auch heute Abend besser als den Rest. Wie gesagt, dieser Michael Abdul, der lebt nur von seiner Definition, ist überhaupt kein Klassikphysiker, lädt in meinem Buch. Brion sieht manchmal unglücklich aus in manchen Posen. Da haben wir mal eine, wo er unglücklich aussieht. Wesley ist nicht so abgezogen wie vor 2 Wochen. Ja, Doppelbizeps von hinten schon. Ist eine super Pose von ihm. Da gibt es gar nichts, auch von Brion. Aber OS sieht toll aus heute, auch in der Pose, welches eine seiner schwächsten ist. Ich weiß nicht, ob sie OS keine Chance geben wollen auf den Sieg oder ob sie uns alle verwirren wollen hier. Also ist schon ein bisschen komisch für mich, ein bisschen strange, wenn ich ehrlich bin. Heute Morgen auch schon in der Vorwahl. Da war OS noch ein Hauch besser, fand ich. Also jetzt ist er mal so 1-2 Prozentpunkte vielleicht schlechter. Aber heute Morgen war er top, in Topform, also mindestens 99% und 100 ist sowieso fast unmöglich zu bekommen. Dann schauen wir mal, was im Endeffekt jetzt hier bei Ruben kommt. Das ist interessant, jetzt kommt Hardy zur kurzen Einzelpräsentation, das gucken wir uns natürlich an. Sieht Hardy so gut aus wie vor 2 Wochen? Schauen wir mal. Also, auf den ersten Blick sieht er sehr, sehr gut aus. Das mit Sicherheit. Aber ich sehe auch Riesenbeulen in den Schultern, die nicht von natürlicher Art sind. Aber lassen wir es jetzt mal. Gucken wir einfach mal, wie er aussieht. Und ja, er ist schon wieder in Topform. Ob er in der gleichen Form ist wie vor 2 Wochen? Vielleicht 1-2% schlechter, wenn ich das so sagen kann, aber sehr störend die Beulen in der Schulter da heute. Von hinten schauen wir mal, ja, da kann man schon ein bisschen besser sehen, war er definitiv besser vor 2 Wochen, tiefer, vor allem im unteren Rücken. Sieht so ein bisschen leichten Wasserfilm im unteren Rücken
eventuell, kann man schon so sagen. Aber ist natürlich immer noch tipptopp in Form. Schwierig, die Form nochmal so zu bringen wie vor 2 Wochen, weil da war er ja wirklich der absolute Hammer und der ganz, ganz klare Sieger. Das war noch nicht mal im Entferntesten eng mit Samson. So, jetzt kommen wir zu Samson. Der kommt direkt danach. Und heute wird das eine ganz enge bzw. engere Kiste werden als vor 2 Wochen. Denn Samson sieht viel besser aus. Und wie gesagt, Hardy vielleicht 1-2% schlechter. So, jetzt gucken wir mal Samson, inwiefern er sich verbessert hat bzw. definierter er ist. Weil vor 2 Wochen, sorry, das ging ja irgendwie komplett in die Hose. Samson, ja, der schönere Athlet. Er hat, glaube ich, wirklich einen kleinen Nachteil dadurch, dass er richtig schwarz ist. Ja, der ist ja schwarz wie die Nacht. Ne? So. Die Form besser als vor 2 Wochen, reißt mich nicht vom Hocker, ganz ehrlich. Kann ich nicht so sagen. Müssen wir gleich mal sehen, wenn er direkt neben Hardy steht. Das kommt ja jetzt auch gleich. Also, ich weiß nicht, ob das reichen wird. Im unteren Rücken ist er besser wie Hardy dieses Mal. Also freier, ist einfach freier, ist tiefer, definierter sozusagen. Aber overall weiß ich nicht, da müssen wir jetzt gleich nochmal genau hingucken, wenn, wie gesagt, die beiden direkt nebeneinander stehen. Fand das schon lustig, wie manche Kommentare gesagt haben, ja, ich weiß nicht, ist ein Toss-up between ihm und ihm, und das war so eindeutig vor 2 Wochen. Ich meine, wer wirklich da gesagt hat, ah, ich kann mich nicht entscheiden, hat null Ahnung vom Bodybuilding. Null. Wirklich nicht. Ich sag mal, es ist definitiv nicht in Bestform, die er bringen könnte. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt kommt's. Jetzt geht's los. Jetzt sehen wir den direkten Vergleich Hardy und Samson. Und da gehen wir jetzt mal Pose für Pose durch. Und schau mal, wem ich da so im Vorteil sehe. Here we go, Doppel Bizeps. Geht zu Hardy, auf jeden Fall. Latsprit. Kann man so oder so geben. Seitliche Brust. Hier geht zu Hardy. Bisschen härter. Zwar sehr auffallende Beulen in den Schultern. Aber doch schon ein bisschen härter. So Doppelbizeps von hinten. Ganz enge Kiste. Dieses Mal nicht wie vor 2 Wochen. Ist also bedeutend enger als vor 2 Wochen. Schauen wir mal, Latsprit. Ja, Hardy sehe ich da vorne in der Latsprit. Side Triceps. Ja. Leichter Vorteil für Hardy. Jetzt frage ich mich, wie schlimm sehen die Judges diese Beulen in den Schultern? Ja, die Pose geht auch an Hardy. Also ich muss schon sagen, er ist immer noch ein bisschen besser wie Samson. Samson definitiv besser als vor 2 Wochen. Hardy etwas schlechter als vor 2 Wochen. Aber ich glaube nicht, dass es genug sein wird, um Hardy hier zu schlagen. Ja, wie gesagt, heute ist nur 50%. Kann natürlich einiges sich noch tun morgen. Ne, innerhalb eines Tages kann man sich schon schwer verändern. Im Moment sehe ich Hardy vorne und
Samson auf dem zweiten Platz. Ja. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass sie den Urs jetzt nicht abstrafen für wie er vor 2 Wochen ausgesehen hat. Denn dann hätten sie ihn vor 2 Wochen abstrafen müssen und nicht heute, wo er in Bestform auf die Vorwahl endlich mal gekommen ist. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, weil das, wir wissen ja bei der NPC, bei IFBB, die machen ja immer die Besten in die Mitte beim Judgen. Ist immer so eindeutig. Von daher, schauen wir mal. Also ich bin wirklich so ein bisschen confused von dem Judging, denn Oos war für mich wirklich ganz leicht vorne auf dem ersten Platz. Ehrlich, seine Form war top auf der Pre-Judging. Und Wesley war, wie gesagt, ein bisschen schlechter wie vor 2 Wochen. So, wer wird auf den vierten sein? Müsste Michael Adulo oder whatever sein Name ist. Der Engländer, aber jetzt hier. Meisterschaft in England, Heimvorteil. Spielt das eine Rolle? Nein, spielt keine Rolle. Ah, warte mal. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Das ist ja Platz 5. Mensch, so weit sind wir noch gar nicht. Sorry, guys. Jetzt kommen wir zu den Top 4. Also, wenn ich gejudged hätte, wäre dieser Michael auf dem vierten gelandet, weil für mich ist er einfach kein Klassiktyp. Und dann, ja. Aber das Judging war komisch. Jetzt bin ich echt mal, also, ich bin Urs Kalesinski-Fan. Ich meine ihm immer nur Gutes, wie auch immer. Und das war korrekt. So hätte es sein müssen. So hätte ich es auch gesehen. Oder so habe ich gesehen. Und für mich dritter Brion, ganz klar. Sorry, in manchen Posen wirklich sah er unglücklich aus. Futzkerl, super Typ. Der ist bestimmt wieder auf der FIBO. Wenn er eine Chance hat, den da zu treffen, geht da unbedingt hin und redet mit dem. So was Nettes, Aufgeschlossenes, einmalig, der Typ, vom Charakter her. Aber wir reden vom Bodybuilding, nicht vom Charakter. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich bin wirklich gespannt. Was wird passieren hier? Come on, Bob. Come out of the feet. I knew it. Fuck. Das war abgestraft für mich von vor 2 Wochen, denn heute hätte das nicht sein dürfen. Sorry. Urs hat Bestform gebracht zum Prejudging und das ist nicht okay. Warum habt ihr ihn nicht vor 2 Wochen abgestraft? Da hättet ihr einen vierten Platz geben können. Weil er gesagt hat, so, jetzt haben wir die Schnauze voll, Urs kommt niemals in Bestform zu Prejudging. Aber doch nicht heute. Sorry. Heute hätte Urs gewinnen können. In meinem Buch. So sehe ich das. Verstehe ich überhaupt nicht. Naja, jetzt ist klar. Die geben es wieder zu Wesley und Brion wird Zweiter. Ja, so sieht's aus. Und ich kann mir nur vorstellen, wie scheiße sich Urs fühlt, denn du bist in Bestform und setzen dir wieder einen vor die Nase. Wow. Nicht okay, absolut nicht okay, nicht gerechtfertigt. Sorry, geht gar nicht. Nee. Und ich habe keine Urs Kalesinski-Brille auf oder irgendwas. Der wird jetzt wirklich auch denken, what the fuck is going on hier? Ja, ja. Irgendwie sind die im Wesley-Rausch, denke ich mal. Ne? Obwohl Wesley etwas schlechter war.
Und ja, keine Ahnung. So sieht's aus. Egal, Leslie gewinnt das Ding hier schon wieder. Und ja, was mir persönlich nicht gefällt am Wesley, sind seine zu geraden Beine. Der hat so Beine wie so ein Opa, so wie ich. Die gehen so gerade runter, da fehlt der Schwung in den Beinen. Ne? Aber naja, das ist das, was sie zurzeit wollen, denke ich mal. So, wie Arnold sagt, Lou Ferrigno. Nachmache oder Kopie des Lou Ferrigno's oder Lou Ferrigno's Sohn oder was auch immer. Was rede ich denn da für einen Scheiß? Ihr wisst schon, was ich meine. Naja, so sieht's aus. So ist es passiert. Jetzt wissen wir das auch. Und es tut mir sehr leid für den Os, sage ich ganz, ganz ehrlich. Weil das ist nicht gerecht. Okay, damit blende ich mich aus für heute. Ne? Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ben out.